So, herzlich willkommen zu der mittlerweile vierten Aufnahme. Ich glaube, auch erstmal ist die letzte. Zumindest die letzte, die ich mit OBS mache. Obwohl, ja, vielleicht auch nicht. Wir machen jetzt mal weiter mit OBS. Ich habe jetzt übrigens auch mal ein neues Endbild hinzugefügt, und zwar das hier. Sieht er es nicht perfekter aus? Jetzt haben wir ein Startbild, ein Pausebild und Endebild. Damit ist das Video auch zu Ende. Bye bye. Spaß. So, genau. Wir haben übrigens schon wieder das gleiche Bild. Das kann doch gar nicht wahr sein. Wartet mal ganz kurz. Ich kann ja hier auch manuell das Bild ändern. Der Account-Bild. Nee, das nicht. Das nein. Was? Bitte nicht. Oh. Nee, lass mal lieber nicht machen. Dürften wieder einige aufstoßen. Das ist doch ein schönes Bild. Yay. Da fehlt ein S. Da fehlt ein S. Wer macht denn ein solches Bild und vergisst denn ein S da hinzuzufügen? Oder gibt es da irgendwas, was ich nicht weiß? Stimme zu. Hatsune. Nö, zu Hatune finde ich erstmal gar nichts. Oder soll das ein Wortwitz sein? Irgendwie sowas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand wirklich jemand einfach ein S vergessen hat. Das gibt es doch gar nicht. Gibt es irgendeine Anspielung? Nee. Wenn es offiziell irgendeine Anspielung geben würde, dann wüsste ich das. Ha? Das wüsste ich. Ah, oh. Ich schätze mal wirklich, da hat jemand eiskaltes S vergessen. Das ist ja verrückt. Das ist ja total verrückt, ist das ja. Wer macht denn sowas? Warte mal ganz kurz. Wir sind ja nicht von gestern. Na? Wir sind ja nicht von gestern. Nein. Da. Genau. Wir sind ja nicht von gestern. Mal einmal mal. Ja? Ja? Ah. Nicht ganz. Ja? Kriege ich das bewegt? Ich krieg die. Gut, das ist jetzt leider nur ihr und ich nicht. Bei mir ist das Hintergrundbild immer noch ohne. Aber zumindest im Stream, im Video seht ihr es. Ist doch ein bisschen bescheuert. So. Nehmen wir mal wieder raus hier. Nehmen wir mal wieder raus hier. So. Kamera wieder aktivieren hier. Easy. Das ist ja schlimm, ist das ja. Da fehlt einfach ein S. Ich komme darauf gerade nicht klar. Wir haben schon wieder 5 Minuten unsere Aufnahme verschwendet, weil jemand ein S vergessen hat. Findet derjenige das lustig? Das kann ich so nicht machen.
Das müssen wir mal hier, müssen wir mal hier. Stopp. Das geht ja mal gar nicht. Auch wenn das Hintergrundbild an sich halt super schön aussah, aber wenn da halt ein S fehlt, sorry. Der hört der Spaß bei mir auf. So, nehmen wir das hier, ist auch sehr schön. Nice. So, jetzt noch die Kamera. Nice. Jetzt ist das Bild wieder hässlich mit der Kamera. Tut mir leid, ich gehe ja schon. Okay. So. Lalala. Let's go. So. Let's go. Let's go. It's me, Mario. Eigentlich könnte ich hier noch Kopfhörer aufsetzen. Nice. Meine Bluetooth-Kopfhörer sterben gerade. Völlig überdehnt. Der Joke war auch ein bisschen überdehnt, sorry. Aber ja. So, wie kommen wir jetzt da unten runter, ohne dass wir dabei ertrinken? Die Frage ist, haben wir hier unten irgendwo wieder Luft, Platz? Damit wir hier ein bisschen... Ah, was? Ey, ich sehe nichts mehr. Geh doch mal hoch, wieso gehst du nicht hoch? Boah, Alter, sehr gefährlich. Holy shit. Okay, das war gerade ein bisschen gefährlich. Wir brauchen da unten irgendwie Licht. Das geht ja mal gar nicht. So, hier ist... Nice. Lass mich jetzt da hoch, du Arsch. So. Danke, da soll die Fackel hin. Nicht so nah beim Wasser. Sonst wird sie wieder weggespült. Kennen wir doch. So. Hier haben wir wieder Kohle. So viele Fackel brauchen wir da nicht. Hier haben wir zumindest schon mal wieder Kupfer. Oder nicht wieder, sondern hier haben wir überhaupt mal Kupfer. Kupfer. Ja. Kupfer bringt uns jetzt allerdings nicht allzu viel. Die Frage ist, haben wir hier auch irgendwo Eisen? Und der sieht beim besten Willen nicht wirklich so aus. Warte mal ganz kurz. Schade, komme ich ran. Hier ist auch nur Kohle. Aber kein Eisen. Tja, die Frage ist... Ach, hier geht es auch noch weiter in die Richtung. Sehr geil. Jetzt auch wieder Kupfer. Okay. What the fuck? What the fuck? Mother of fuck. Ja, da geht's ganz schön runter. Holy shit. Und hier geht es ganz schön hoch. Holy shit. Holy shit. Okay, das sieht tatsächlich interessant aus. Dann werde ich mal hier so... Was tut der denn schon wieder? Du kommst dahin, du kommst weg. Damit wir die von beiden Richtungen aus sehen können. So, der kommt auch weg hier. Irgendwie so. Machen wir mal dahin. So, jetzt haben wir hier so einen schönen Weg. Wo auch immer dieser Weg hinführt. So, die Frage ist, kommen wir hier irgendwie runter? Ich gehe erstmal hier hin und guck mal,
Ach du Scheiße, Alter. Holy crap. Das ist ein bisschen heftig. Okay, machen wir wie folgt. So, aha. Ja, das sieht doch schon besser aus. So, dann bauen wir jetzt nämlich hier ein paar Leiter an. Sehr geil. Du kannst eigentlich wieder ab. So. Hier ist auch erstmal nur Kies. Und Kupfer. Okay. Kann ich einfach mal. Oh, was ist das hier für eine geile Treppe? Kann ich einfach mal irgendwo Eisen sein? Ah, nee, ich dachte gerade, das ist Eisen. Aber nee, ist nur Kupfer. Das Schöne ist ja, wir haben bereits einen Eimer bekommen. Ne? So einen Wassereimer haben wir ja bereits bekommen. Das heißt, zwingend Eisen brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen nur noch ein gutes Material für Werkzeuge. Und da würde ja Bronze ausreichen. Da wir mittlerweile relativ viel Kupfer haben, ne, wäre das also nicht so übel, wenn wir jetzt erstmal nur Bronze herstellen könnten. Ne? Das könnte man also durchaus machen. Kann man nicht noch ein bisschen in die Seite kramen? Ein bisschen mehr? Aber ich glaube mal, Kupfer gibt es nicht so in Massen. Das heißt, in die Breite graben bringt an der Stelle soweit erstmal nichts. Aha. Da haben wir auch das benötigte Zinn. Genau, das heißt, wir brauchen jetzt noch zweimal Kupfer und dann können wir nämlich Bronze machen. Oder ich bin dumm und hier ist ein anderes Rezept. Nee, doch, ist genauso. Okay. Nee, weil es gibt ja auch noch, ich weiß gar nicht, wo das ist, es gibt ja auch noch das Rezept, wo man zweimal Kupfer und einmal Zinn hat. Ne, das Rezept gibt es ja auch noch. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo das vorkam. Ob das durch irgendeinen Mod kam oder ob das bei Vanilla ist und jetzt das Rezept, was wir jetzt haben, durch irgendeinen Mod kommt. Irgendwie so. Auf jeden Fall gibt es da zwei verschiedene Arten. Stimmt, genau. Was? Hier fliegen Kisten? Leute, was ist denn hier los? Ja, cool, okay. Nein, ich kam da gerade ran. Ich kam da. Aha, oh. Nice. Was? Ich kann jetzt nicht rausnehmen? Ach so, weil ich eigentlich von der Kiste schon wieder. Oder? Oder hängt gerade einfach nur mein Test? Aua. Ich sterbe. Ui. Ah! Ich hab's verdient. Seien wir mal ehrlich, ich hab's verdient. Ich hab's verdient. Das war einfach dumm. Jetzt ist hier gar nichts mehr? Hallo? Wo bin ich? Okay. Hallo? Das sieht gerade ein bisschen episch aus, aber ich glaube mal, hier fehlt der Himmel und hier fehlt auch das Licht. Ich glaube mal, dass mein Raspberry Pi nicht daherkommt, kann nicht sein. Weil es mit dem Teleport nach Home hat er ja gemacht. Was ist hier gerade los? Was passiert hier gerade? Da unten ist die Höhle, wo wir gerade waren. Ne, da ist die Höhle, wo wir gerade waren. Wo bin ich denn? Bin ich jetzt bei mir zu Hause? Ah!
Das war ja mal weird. Okay. Okay. Ja, das Ding haben wir auch gerade gesehen gehabt noch. Also, wir waren an sich schon bei der richtigen Stelle. Nur meintest, der USB-Pi hat scheinbar irgendwie keine Weltdaten mehr geliefert. Der war gerade eher so, nope, nicht mit mir. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, wo lang sind wir? Da. Da lang, dann 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 hier runter, dann da lang, dann da lang, dann hier so lang, dann da lang, dann hier die Leiter runter, dann da lang. Yay, ouch! Ah, da ist wieder Stern. Da, geil, 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 einfach geil. So, jetzt ging es hier runter. Warum ist da eine einsame Fackel? So. Die irritiert nur. Gut, vielleicht sollten wir hier die Fackel hier hinstellen. Dann sieht man sie oben vom Wasser aus besser. So. The question is, wo bin ich jetzt gerade gestorben? Wir haben jetzt gerade eine Fackel. Oh Gott, und jetzt auch noch ein Stahlmonster. Na klaro. Ja. Ach ja, eben. Ich habe nur noch eine Fackel. Haha. Was ist denn hier los? Okay, gucken wir uns gleich an. Jetzt erstmal muss ich herausfinden, wo ich gestorben bin. Ach so, da oben waren wir ja. Ach ja. So, das heißt, wait a second. Hallo Monster. Das heißt, wir sind irgendwie von hier runtergefallen und müssten in die Richtung gefallen sein. Das heißt, hier irgendwo muss das Ding sein. Ich sehe es aber nicht. Ich sehe es wirklich nicht. Das ist da. Jawohl. Dankeschön. Nice. So, dann kommen wir her, mein liebes Stahlmonsterlein. Vielleicht schraubt es sogar Stahl. Das wäre natürlich richtig geil. Ich sehe es aber nicht. Ich mache mal ein bisschen Licht an. Wo bist du denn jetzt? Spawn jetzt bitte nicht hinter mir. Ach da. Komm her. Wir haben halt bei The Way auch noch keine Rüstung oder ähnliches. Ah, Stahl. Yay. Und wie oft? Einmal. Ist ja deprimierend. So, machen wir es mal anders. Dann bauen wir uns jetzt hier einfach mal ein bisschen mit Erde hoch. Danke. Geht doch. Die Kiste können wir gleich auch gleich abbauen. Müssen aber hier noch mehr Kisten hier irgendwo rumfliegen? Nee, ne? Es ist so fucking hoch hier, Alter. Holy shit. Wait a second. Wait a second. Ich mach mal hier. Dann mach ich mal. Versuche ich mal hier. Ne? Okay, also viel höher könnte es gehen, muss es aber nicht unbedingt. So, machen wir dich das mal. Na ja, gut, Steinäxte. Was soll's? Unsere Stahlachse ist ja sowieso kaputt, fast. Haben wir zumindest gleich ein bisschen. Und noch. Hey, mal, wieso sind hier so viele Kisten, sag mal? Diese Treasure-Mod, die scheint aber echt ganz schön hier. Wow. Ganz schön schön zu sein. Das Schöne ist, wir haben hier Kupfer. Wo war das jetzt gerade? Ach da. Hinter der Fackel natürlich. Klar, hinter der Fackel, wo sonst? Ah, war hier noch mehr Kupfer? Ne. Finde ich geil. So, gucken wir mal hier. Achso, wir müssen noch aufpassen, dass wir wieder hochkommen. Ha. Ah, doch, noch sieht alles gut aus. Okay, hier geht's. Ronny, bau dir ja nicht den Weg ab hier. Vor allen Dingen, wenn Monster kommt und wir schnell flüchten müssen. Das wäre nicht so geil. Okay, hier geht es nicht weiter.
So, hier kommen wir wieder. Ach du Scheiße. Oh, Alter. Okay, jetzt überall Sand. Das ist natürlich nicht so geil. Weil wo Sand ist, können keine Rohstoffe sein. Außer halt Sand. Also keine Mineralien. Also sowas wie Erze oder sowas, ne? Wisst ihr schon, was ich meine? So, hier geht's wieder hoch. Aber hier gibt es auch kein Eisen oder sowas. Muss man natürlich mal hier die Decke beleuchten. Alter. Okay, das ist ein schöner Höhlenkomplex. Der gefällt mir tatsächlich. Oh, ach. Alter, ich dachte gerade schon wieder das Eisen hier. Mann, aber ist nur Kupfer. Aber besser als gar nichts. So, jetzt haben wir nämlich unsere 8 Kupfer. Das heißt, ab jetzt können wir Bronze bauen. Und hier schon wieder Wasser. Oder da geht es doch hoch. Wait a second. Da muss man ganz kurz gucken, wo das hingeht. Geht es da wieder raus oder ist da ein Minenschacht? Okay, achso, hier ist so. Unterirdisches Wasser. Hat also erstmal nichts zu bedeuten. Dann könnte das Licht von da oben also tatsächlich von dem Minenschacht kommen. Ich mache mal hier ein bisschen Sand weg. Ach, wisst ihr was? Komm, ich baue jetzt hier einfach ein paar Leiter hin. Ha! Ich bin der Leiterman. The Man of Leiterus. Ah, ist ein Minenschacht! Geil! Wir haben einen Minenschacht gefunden, ja, der natürlich genau über unserem Kopf ist. Sehr geil. Machen wir mal so hier. Machen wir hier ein bisschen Licht hin. So zum Beispiel. So müssen wir hier die Leiter wieder abbauen. Wenn ich jetzt hier... Okay. Die Leitern bleiben tatsächlich da. Sehr nice. So. Minenschacht. Geil. Das gefreut mir aber. Oh, 5 Äpfel. Ja, sehr gern. Auf dem Gleis? Sind sie nicht normalerweise neben dem Gleis? War mir zumindest so. Ja, noch ein Eimer, keine Schaden. Tropensetzling brauchen wir nicht. Unser Inventar ist so schon so voll. Da hinten ist noch eine Kiste. Ist aber leer. Hier haben wir noch ein bisschen Zinn. Hier ist gar nichts. Lalalala. Scheinbar monstertechnisch ist hier nicht so viel Aktivität hier in der Höhle, ne? Also hier in der Mine. Kupfer. So. Oh, hier, da ist auch schon wieder Ende im Gelände. Nee, das kann, egal. So, ist die Kiste leer? Ja. Die ist hier einfach halt mitten im Weg. Danke. So, genau hin. Hier waren wir jetzt schon auf der Seite. Oh, das ist noch Kupfer. Kupfer for life. Oh, Berganfänger. Ich weiß jetzt nicht, warum ich nur ein Anfänger sein soll. Ja, finde ich eine ganz schöne Beleidigung, aber. So, wir haben mittlerweile 16 und zweimal 10. Es passt ja perfekt. Es passt einfach perfekt.
Ja. Ach komm hier. Danke. Geschenkt. So, von hier kamen wir, glaube. Oh. Oh, eine Abkürzung. Wieder nach Hause. Nice. So, ich glaube mal, die Gleise, die können wir aber hier lassen. Mit den Gleisen können wir erstmal so nichts anfangen. Und das Problem ist halt, unser Inventar ist halt relativ voll. Wir suchen uns mal eine schöne Kiste. Ja, und dann laden wir mal ein bisschen Scheiße ab. Wo wollen wir denn hier mal eine Kiste, wo noch was drin war? Hier war gerade irgendwo eine Kiste, oder? Ja, hier nicht. Aber jetzt noch Kohle. Ja, Kohle kann auch nicht schaden, wobei unsere Spitzhacke leider langsam den Geist aufgibt. Ich lasse hier mal dran. So, das heißt, wir müssen doch bald wieder nach Hause. Ach, hier geht es auch noch weiter. Ach, genau, hier ist zum Beispiel eine Kiste, hier können wir Scheiße abladen. Das heißt zum Beispiel, du kannst hier rein, du kannst da rein, du kannst da rein, du kannst da rein. Brauchen wir erstmal alles nicht. Wir brauchen jetzt gerade vor allen Dingen Platz. Wobei, kommt, natürlich nehmen wir mal mit. Und Rest behalten wir. Was wir jetzt machen könnten. Und da war die Spitzhacke auch weg. Schade. Was wir machen könnten, wäre, wenn wir jetzt einfach sagen. Wir schmeißen mal hier ein bisschen Wasser rein. Oh, können wir nämlich die einmal stacken. Geil, Omato. So. Genau, von da kamen wir. Hier ist auch schon wieder einmal Kiste mitten im Weg. Papier braucht keine Sau. Mehr gibt es hier aber auch nicht. Wieso hat gerade die Kiste den Sound von den Gleisen gemacht? Das verstehe ich jetzt gerade nicht wirklich. Oh oh. Oh oh. Finde ich ja voll witzig und so. Licht. Oh. Ach so, wir haben ja keine. Ach scheiße, wir haben keine. Wollen wir jetzt? Ne, müssen wir erstmal einschmelzen. Ach komm, leck mich. Brauche ich erstmal einen auf Stein. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ne? Und sogar noch mehr. Noch mehr. Was ist denn hier los? Warum ist das so? Ich verstehe das. Das ist noch mehr. Holy crap, fucking God. Es hört nicht auf. Licht. Es hört wirklich nicht auf. Das ist ja traumhaft hier. Das ist ja Träumchen. Also, ich meine, gut, ein Träumchen wäre, wenn wir Eisen finden würden, ja, aber. Achso, zumindest ist es auch ein Träumchen. So, noch mehr Bronze? Kupfer meine ich doch? Nö, ne? Scheinbar nicht. Schade. Die Frage ist, wo ist eigentlich der Tunnel, den wir hier gerade zu gekramt haben? Der müsste doch eigentlich hier auch gewesen sein, oder nicht? Doch, genau, wenn wir jetzt hier drunter. Aha, genau, da ist er. Sehr nice. Wie viel Kupfer brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch. Nee, reicht so aus. Da können wir dreimal. Ja, komm, wir gehen mal nach Hause. Dann war's das erstmal.
Wobei mich schon interessieren würde, was in die Richtung noch abgeht. Oh. Vielleicht finden wir hier Eisen. Unsere Fackeln sind alle? Ernsthaft? Scheiße. Gib mal die her. Ach, komm hier. So. Fackel an Schotterstein. Keine gute Idee. Oha. Oha. Ach du Scheiße. Ach du heilige Kacke. Huiuiui. Ist ja groß. Warum denn? Okay. Ich liebe so eine Strukturen hier, ne, diese, es erinnert einen so ein bisschen so an Rom, so diese alten Gebäude, die auch so diese Säulen hatten, ne? Machen wir mal dahin. Aber leider kein Eisen, ne? Das ist halt ein bisschen schade. Eine schön riesige Höhle. Oh, Alter. So, hier warte ich hin. Oh mein Gott. So, wir brauchen noch mal 7-mal Kupfer, ne? Ja, kriegen wir. So, hier noch 4-mal, da haben wir wieder 7-mal Kupfer. Einmal hatten wir noch über. Dann haben wir also wieder 8 Kupfer. Damit 32 Stück. Sehr geil. Können wir jetzt also 4-mal Bronze bauen, produzieren. Brauchen wir nur noch einmal Zinn und dann... Alter, es ist hier... Es geht halt überall hier weiter. Nice. Was ein schönes Höhlenkonstrukt. Aber wir hatten noch vorhin, wo war denn das? Da war doch vorhin auch noch mal so ein Ding, wo ich auch noch mal reingucken wollte. Das war doch direkt am Anfang hier irgendwo. Ach, guck mal, da haben wir direkt Zinn. So, es war doch hier direkt am Anfang, oder? Wo kommen wir denn jetzt überhaupt? Oh, apropos von wo kommen wir? Hier kommen wir gar nicht mehr rauf. Ah, nee, doch, kommen wir. So, genau, von hier kommen wir. Genau, das ist die Höhle. Und hier war doch auch nochmal so eine kleine Unterhöhle. Da hinten, genau, das Ding. Hier würde ich ja nochmal rein. Das Ding sah ja relativ interessant aus. Vielleicht haben wir... Okay, zumindest schon mal Kupfer. Ja, wow. Ist die interessanteste Höhle der Welt. Ein Wunder. Nee, komm, lassen wir. Einmal Bronze bringt es jetzt eh nicht allzu viel. Dann gehen wir erstmal wieder nach Hause. Dann können wir die ganze Scheiße nämlich mal einschmelzen. Ja, das heißt, dieser kleine Abzweig hier bringt uns nicht allzu viel. Schade eigentlich. Gut, dann gehen wir mal nach Hause. What the fuck? Holy shit. wo müssen wir überhaupt hin? Warte mal. Achso, noch da. Alter, bleib mal still hier. Ist ja. Yay. Yay. So, dann geht's da. Genau, da ist das Wasser.
Joa, Alter. Ist ja schnell. Aber schaffe ich, locker. Ich komme bis nach ganz oben. Oh, doch nicht. So, da haben wir das Wasser. Ja, egal, kann ich stehen bleiben. Danke. Wo ist unser Haus? Da ist unser Haus. Orientierung wie ein König. So, wir haben 4x Zinn, 32x Kupfer. Also wenn das nicht perfekt passt, dann weiß ich auch nicht. Einfach die Schnauze halten. Dieses Wassergeräusch schon wieder. Ja, unser Haus ist schon fast fertig, sehe ich gerade. Sehr geil. Jo, würde ich mal sagen. Das soll es denn für die Folge erstmal wieder gewesen sein. Schon fertig? Nee. Hä? Bäh. Irritier mich doch nicht so. So. Ja, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Eigentlich könnte ich bei dem Endscreen auch noch ein Kamerabild mit hinzufügen. Das wird wahrscheinlich für manche Sachen sogar voll Sinn machen. Dann müsste ich hier aber noch mal ein bisschen kleiner werden. So. Duplizieren. Ende plus Kamera. So, genau. So, und die Kamera, die kommt jetzt dann. Jetzt hat er beides mir rüber kopiert. Bist du behindert? Ja. Was? Achso, der Ofen ist fertig. Dachte gerade schon, ich habe hier irgendwas kaputt gemacht, aber nee. Der Ofen ist nur fertig. So, dann müssen wir mal ganz kurz hier, muss ich mal ganz kurz. Mache ich das so? Macht das Sinn? Nee, sieht total scheiße aus. Sieht total dämlich aus. Ich mache das Ganze mal. Tatsächlich. Ungefähr so. Weiß ich doch auch nicht. Perfekt. Ja, jetzt kann ich nämlich in den Endscreen, wenn wir nämlich noch ein bisschen quatschen, kann ich nämlich jetzt hier wunderschön meine Kamera einfügen. Ja. Komplett seamless. Und dann können wir nämlich in der Endcard mal ein bisschen quatschen mit der Kamera. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. So. Okay. Schauen wir mal kurz hier rein hier. Der Ofen ist nämlich gerade fertig geworden. Sehr geil. Ja. Dann würde ich mal sagen, sieht man sich in der nächsten Folge wieder. Und ja, ich werde wahrscheinlich doch erstmal bei OBS bleiben, einfach weil es hier mit den ganzen Übergängen und so relativ gut funktioniert. Aber ich muss mal gucken, ob ich herausfinde, so auf lange Sicht, dass OBS ein bisschen Framerate stabiler wird. Weil das ist ja wirklich Katastrophe. Ich meine, zumindest ist er im Normalfall, geht er nur auf 30 Bilder pro Sekunde runter ab und zu, aber teilweise hatten wir auch nur noch 20 Bilder pro Sekunde. Obwohl alles andere super funktioniert. Die CPU ist nicht ausgelastet, das Spiel hat 60 FPS, also alles wunderbar, aber OBS sagt einfach, fick dich. Vor allem nur so lange, wie es den Fokus hat.
Leider kann man mein Test nicht ohne Fokus spielen. Das wäre natürlich geil. Ich meine, solange wie wir reine Tastensteuerung haben. Nee, geht auch nicht. Ich muss da mal gucken. Vielleicht finde ich da was. Vielleicht finde ich da was. Schauen wir mal. Weitermachen. Na dann, bis dann.